Datendiebstahlwarnung für erpresste Kunden der Volatis Bank. Zahlen Sie ja nicht 10% Ihres Kontos an Kriminelle. Verhandeln Sie nicht mit Kriminellen. Guten Tag, hier ist Enzo Caputo mit SwissBankingLawyers.com. In den letzten Tagen habe ich verschiedene Anrufe erhalten von deutschen Kunden und von russischen Kunden. Diese Kunden brauchen Hilfe. Sie wissen nicht, was sie tun sollen. Diese Kunden wurden erpresst mit diversen E-Mails, mit drei verschiedenen E-Mails in drei verschiedenen Fassungen, damit sie 10% ihres Kontos über eine Bit-Transaktion an diese Kriminellen und Hacker auszahlen. Mein Ratschlag an Sie ist ganz klar, verhandeln Sie nicht mit Kriminellen. Es lohnt sich nicht. Glauben Sie ja nicht, dass Sie aus der Liste gestrichen werden. Verhandeln Sie nicht mit Kriminellen. Sie müssen eins wissen, als Opfer dieser Straftaten haben Sie Rechte. Sie haben zum Beispiel das Recht auf Dateneinsicht. Eine Strafuntersuchung gegen diese Cyberkriminellen und Hacker ist bereits im Gange. Wenn Sie Opfer sind, haben wir Zugang zu diesen Akten. Wenn Sie so ein Opfer sind, dieser Erpressungsversuche, rufen Sie mich jetzt an auf 0041 79 790 4444. Wir sind da, um Ihnen zu helfen. Wir werden verhindern, dass Ihre Daten weiter verbreitet werden und an Behörden verkauft werden. Bedenken Sie, das sind unrechtmäßig erlangte Daten. Unrechtmäßig erhalte Daten dürfen nicht gegen Sie verwendet werden. Und dafür setzen wir uns ein. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag.